Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen zu einer neuen Labeecke. Hier gemütlich von der Couch mit Sean, dem Schaf, der ist auch mit dabei. Ich will heute ein bisschen quatschen über eine Anfrage, bzw. über eine Idee, die ich über YouTube erhalten habe, zu einem meiner letzten Labeecken. Und zwar Projekt Scorpio. 2017 ist das Jahr der Scorpio, so hat zumindest Microsoft angekündigt. Und Phil Spencer hat vor kurzem ja geschrieben, dass Projekt Scorpio sehr gut in der Entwicklung steht und alles bestens läuft. Ja, und die Frage war eben, oder der Tipp eben, darüber zu reden und meine Meinung dazu kundzutun, auf was ich mich da freue, was ich erwarte oder vor was ich fast ein bisschen Angst habe oder was ich befürchte. Gut, machen wir mal. Vielleicht ein bisschen zurück. Damals Xbox 360 von der vorigen Xbox war natürlich ein großer Sprung, das muss man sagen, denn damals sind wir vom SD-Gaming, also von der normalen Standardauflösung, was der Fernseher hat, das sind 570p, glaube ich, gesprungen auf die HD-Auflösung. Und HD natürlich hat schon enorm besseres Bild gebracht. Ja, das war natürlich ein großer Sprung fürs Gaming, dass man einfach mal wirklich mal ein gutes Bild hat, dass es wirklich lässig ausschaut und so weiter. Also hat schon mal sehr gut gewirkt. Der Sprung auf die One war dann nicht mehr ganz so markant, sagen wir mal. Also man, natürlich wurde schon einiges besser, aber es hat einfach nicht so gewirkt unbedingt, weil natürlich grafisch gesehen jetzt von der Grundauflösung sich nicht viel geändert hat. Also ob es jetzt 1080p, 900p oder sonst was ist, ist nicht ganz so gravierend gewesen. Zur Scorpio soll es wieder ein großer Sprung werden, wenn wir da 4K-Gaming bekommen. Ja, wieder versprochen, 4K-Gaming mit 60 Frames pro Sekunde. Horcht sich sehr interessant an und wird sicherlich auch toll ausschauen. Will euch gar nicht jetzt mit irgendwelchen Zahlen nerven, was die Scorpio haben wird, wie viele Teraflops aus dem Speicher, weil es mir einfach wurscht ist. Ja, ich bin einfach mittlerweile so ein Typ, das Zeug, wenn man es kauft, das muss einfach funktionieren. Was da dahinter steckt, ist mir völlig wurscht und egal. Wichtig ist, dass diese Komponenten gut zusammenspielen. Ja, also sich immer auf diese Zahlen zu beschränken, ist beschränkt nach meiner Meinung, denn Zahlen sagen nur einzeln was aus, aber wichtig ist, wie diese Komponenten zusammenspielen. Und da scheint Microsoft mit AMD da sehr was Gutes rauszuschießen. Wenn es wahr ist. Schauen wir mal, werden wir sehen. Lass uns überraschen. Erwarten wir schon einiges. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich auf die Konsole. Diese Designkonzepte, die man hier teilweise sieht auf InsideXbox.de, ist vor kurzem im Artikel gewesen, schauen alle ganz nett aus. In Wirklichkeit ist mir auch völlig egal. Es soll einfach ein Standard-Castle sein. Ich brauche keine Designkiste, ich brauche das nicht. Das steht bei mir da drinnen im Castle, wo die ganzen anderen Sachen stehen und fertig. Also mehr Schnickschnack benötige ich überhaupt nicht. Gut, die Frage ist, was erwarten wir jetzt von der Konsole? Was wird denn kommen? Also 4K-Gaming, ja, Rechenleistung ist da. Microsoft hat ja gesagt, dass die Rechenleistung jetzt nicht beschränkt ist auf irgendwas Spezielles. Also nicht, dass er sagt, okay, die Rechenleistung haben wir jetzt nur, was übers Haus nochmal 20% für die Grafik, 30% für das, ein paar Prozent für dort. Nö, Microsoft sagt einfach, das System ist offen. Das heißt, ihr bekommt die Rechenleistung, also ihr Entwickler, und könnt euch entscheiden, für was ihr die Rechenleistung verwenden wollt. Also ihr programmiert zum Beispiel jetzt eine bessere Grafik mit mehr Aufwand oder ihr braucht die Rechenleistung, um mehr physikalische Berechnungen durchzuführen. Wie auch immer, sucht es euch selber aus. Ja, und da sind wir auch schon bei der Sache, wo ich einmal einhaken will. Denn mir wird ein bisschen zu viel momentan bei diesen 4K 60 Frames hängen geblieben. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich jetzt nicht so als Priorität sehe, ehrlich gesagt. Ja, man sieht jetzt auf der Xbox One auch so 1080p und 900p und 720p, sind alles so Zahlen, die mir eigentlich wurscht waren. Ja, man, wenn das Spiel mit 900p und 60 Frames daherkommt und es läuft flüssig und es läuft stabil, ist mir das lieber wie ein 1080p-Game, was immer wieder mal so Ruckler drinnen hat. Ja. Also da muss ich sagen, optisch merkst du es eh so gut wie nicht, wenn überhaupt. Ich glaube, die meisten reden sich ein, dass sie es merken, aber gut, ist wurscht. Mir ist das Gesamte im Endeffekt dann wichtiger. Das finde ich einfach besser, wenn es einfach ordentlich läuft. Wenn das ein paar Zahlen weniger sind, ist mir das wurscht. Ja, und da ist eben die Frage, wie sehr sich oder auf was sich die Spieleentwickler hier konzentrieren. Ich würde mir zum Beispiel einfach wünschen, dass man mehr Content bekommt. Also da meine ich nicht ist irgendwie Download-Sachen, sondern einfach, dass Landschaften schöner werden, dass Figuren detailreicher werden, dass die Umgebung lebendiger wird. Ja, wenn wir jetzt irgendwelche Spiele nehmen, nehmen wir Open-World-Games, Fallout, Forza Horizon, The Witcher,
Die haben schon gute Grafiken im Umfeld. Trotzdem denke ich mal, wenn das jetzt noch realistischer werden würde, ich meine, der Witcher, nehmen wir zum Beispiel, da sind doch immer so Grasbuschen am Boden, so alle paar Meter und so weiter. Und die Grafik von diesen Grasbuschen, wissen wir, diese Sachen sind immer recht, ja, recht locker gezeichnet. Ja, die hat nicht sehr detailreich sein. Aber wenn es zum Beispiel schöner wird, wenn eine Wiese wirklich ausschaut wie eine Wiese nachher oder Wald wirklich wie ein Wald, wo die Bäume, wo es wirklich die einzelnen Äste siehst und solche Sachen, Vogelschwärme, die vorbeifliegen, ordentliche Wolken, die wirklich plastisch wirken. Also, ich glaube, das wäre fast ein bisschen wichtig, ob es als wie 4K, dann habe ich nur 3K oder 2K, aber das Ganze wirkt vielleicht einfach schöner. Also, das wäre natürlich für mich eine Prioritätssache. Die Frage ist, wie wird das umgesetzt? Das ist natürlich eine andere. Es heißt ja, dass für die Xbox Scorpio keine eigenen Spiele kommen werden. Heißt es bis jetzt. Kommt, also, da wette was, aber wurscht. Sondern die Spiele sollen sehr wohl für die One als auch für die Scorpio da sein. Gut, wie könnte man das umsetzen? Weil wir haben doch unterschiedliche Auflösungen. Ich nehme einfach mal an, man kauft sich ein Spiel und das System erkennt, wo es runtergeladen wird. Also, wenn das Spiel ist, zum Beispiel Hausnummer, ich kaufe Battlefield 1, das ist für beide Systeme verfügbar. Ich lade es mir auf die Scorpio runter, dann lädt es das Game und das Texturenpaket, also das Grafikpaket für die Scorpio runter, wenn ich es auf die Scorpio installiere. Installiere ich es auf die One, dann lädt es das Grafikpaket für die One runter. So, was ist der Unterschied? Vielleicht kurz zur Erklärung für die Leute, die sich nicht so ganz auskennen mit dieser Sache. Nachdem wir jetzt mehr Auflösung haben auf der Scorpio, müssen natürlich die Grafiken auch höher aufgelöst sein, da ansonsten was verschwommen wirken würde. Nehmen wir zum Beispiel eine Häuserwand mit Graffitis drauf, ja. Ihr habt auf der Xbox One eine Auflösung von 1080p, das heißt 1920 Pixel mal 1080 runter. Das heißt, die Wand braucht maximal diese Auflösung, um scharf dargestellt zu werden als Fullscreen. Ja. Wenn ich diese Wand jetzt nehmen würde bei 4K, dann ist die Wand ganz klein, ja, weil einfach die Auflösung nicht da ist. Ich möchte sie größer ziehen, damit ich den vollen Bildschirm habe. Wenn ich wenig Pixel groß ziehe, wird es verwaschen. Das ist klar. Das heißt, die Grafik muss einfach eine höhere Auflösung haben. Zum Beispiel würde diese Wand auf der Xbox One eine Dateigröße haben von Hausnummer 5 MB. Bei der Scorpio hätte sie zum Beispiel 20 MB. Das heißt, die ist wesentlich größer und deshalb muss natürlich diese Datei separat runtergeladen werden. Braucht natürlich auch mehr Speicher im System, weil eine Landschaft, was wir spielen, diese 3D-Spiele bestehen im Prinzip aus Strichen und diese Flächen werden gefüllt mit Grafiken. Ja, und das ergibt einfach dann diese Gegend und diese Optik. Also muss es wohl irgendwie so gehen, dass es je nachdem, wo ich es runterlade, diese Sachen dann eben auch zusätzlich gepatcht, müssen auch zusätzlich runtergeladen werden, je nach System, wo ich es mir kaufe. Die Frage ist eben, will man, also diese Sache kann man lösen. Also diese Sache ist, glaube ich, lösbar, weil das einfach geht. Welches System ist es? Und das Zeug lade ich runter. Die Idee, was ich mir gerne wünschen würde, glaube ich, ist schwerer umzusetzen. Wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich wünsche mir, dass auf der Scorpio mehr Content ist, also ein schönerer Wald mit mehr Bäumen, mehr Wiese und so weiter. Ich glaube, dass das nicht so einfach umzusetzen wäre. Das befürchte ich leider, denn wenn man so ein Level-Design macht, dann muss ich ein Level-Design machen, sowohl für die One als für die Scorpio, das muss ja gleich sein, ja. Weil die Spieler sollen ja auch miteinander spielen können. Das heißt, das Game, oder andersrum, wir machen es anders, die Landschaft, wir nehmen eine Map von Battlefield 1. Die Map muss ja auf der One genauso aufschauen wie auf der Scorpio, weil sonst könnten die Leute nicht miteinander spielen, ja. Ich würde mir aber wünschen, dass zum Beispiel eben auf der Scorpio mehr Content ist, das heißt, da werden mehr Bäume, mehr Felsen. Geht natürlich nicht, weil man kann ja nicht eine eigene Map konstruieren für die Scorpio-Spieler, wo mehr Felsen sind, weil da versteckt man auf der Scorpio hinter dem Felsen und die Xbox One-Spieler sieht den Felsen gar nicht, weil es den dort gar nicht gibt, weil er nicht so viel Speicher hat. Ja? Also das geht auch wieder nicht. Deshalb befürchte ich fast, dass es auf diese rein grafische Sache hinauslaufen wird. Werden wir sehen natürlich. Lassen wir uns überraschen. Bin gespannt, wie es wirklich ist. Aber wenn ich es mir wünschen könnte, wünsche ich mir einfach mehr Content. Ja, Scorpio hin oder her. Bin schon sehr gespannt drauf. Preis wird auch interessant. Also ich würde schon mal schätzen, dass die schon zwischen 500 und 600 € kosten wird. Schätze mal. Controllertechnisch glaube ich, dass kompatibel sein wird, dass der auch nicht recht viel anders sein wird, weil da ist einfach die Spanne dann zu kurz. Aber ich glaube, dass die Konsole damit einmal eine längere Zeit aktuell bleibt. Bei der Wand ist es 3 Jahre alt und wird jetzt schon ersetzt. Ich meine, natürlich im Computerzeitalter sind 3 Jahre eh schon wieder viel. Aber ich denke, ja,
die sollte es dann länger halten. So, die 360 gibt es ja nach wie vor, muss man sagen, wird ja nach wie vor verkauft oder wird es nicht mehr verkauft, ich glaube schon noch. Haben wir jetzt 7 Jahre, 8 Jahre, also die hat auch schon einiges am Buckel und läuft ja nach wie vor. Also bin ich schon sehr gespannt, wie es damit der Scorpio weitergeht. Aber ich denke, die Scorpio wird das, was eigentlich Microsoft gewünscht hat, und die One eigentlich nur so ein Zwischending ist, einfach damit man am Laufenden bleibt. Also ich weiß nicht so genau, was die One dann eigentlich für einen Stellenwert gehabt hat. Aber gut, sei es wie sei, ist er da so. Lass uns mal überraschen. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht und bin gespannt, was ihr euch denkt. Was wünscht ihr euch? Was ist für euch eine Priorität, was die One dann können soll? Ja, mal schauen. Was natürlich auch ein Thema wird, und das ist vielleicht gleich der zweite Punkt hier zu diesem Video, mit dem Thema, mit dem Untertitel, was wurde eigentlich aus? Und es ist ja so, mit der Scorpio soll auch Virtual Reality Einzug halten, also wird sicher irgendwas kommen, Unterstützung für Geräte und auch für Spiele, obwohl ich bei Virtual Reality sagen muss, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich sich fürs Gaming so ganz, ganz durchsetzen wird. Bei manchen Games schon, also ich kann mir vorstellen, bei einem Racer, bei einem Flugsimulator oder sowas wie Elite Dangerous zum Beispiel. Also da etwas, wo ich sage, ich kann, wie soll ich erklären, ich steuere geradeaus und kann einfach so ein bisschen herumschauen oder ich habe diesen 3D-Effekt, ein bisschen diesen Wackeleffekt, lasse ich mal eingehen. Aber bei Shooter und dergleichen finde ich es eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen blödsinnig, weil mein Fadenkreuz muss ich vorne haben, egal wo ich hinschaue. Ja. Also ich glaube, dass es sogar eher unangenehmer ist, wenn man da so eine VR-Brille hat. Mag mich natürlich auch täuschen. Also ich weiß nicht genau. Ja, und dann eben so ein Thema, was wurde eigentlich aus? Ja, was ist mit der HoloLens geworden? Was ist aus dieser geworden? Da hört man überhaupt nichts mehr. Die HoloLens ist ja eine Virtual Reality-Brille, also keine richtige. Ja, fällt mir der Ausdruck wieder mal nicht ein, so spontan. Aber die Virtual Reality Brille verbindet ja die echte Umgebung mit diesen Einblendungen. Und das haben sie ganz, ganz toll bewiesen oder präsentiert damals. Eben dieses Minecraft auf dem Tisch und so Sachen oder diese Einblendungen von Skype und so weiter und so fort. Also hat zwar lässig ausgeschaut, finde ich aber den Sinn fürs Gaming noch nicht so richtig für zu Hause, weil was soll ich, wenn ich den Fernseher vor mir habe und da läuft das Spiel, warum soll ich links und rechts schauen, wenn ich irgendwas brauche? Also ist mir noch nicht so ganz klar. Also ich glaube, dass diese HoloLens eher in die technischen Bereiche Einzug erhalten wird, weil da finde ich es wirklich praktisch, eben wie ihr das Beispiel gegeben habt, dass die auf der Raumstation oben ist und dann die Brille aufsetzt und dann direkt eingeblendet bekommt, welche Schraube, was soll er lösen, wo soll er was machen. Oder auch zum Beispiel im OP, in einem Operationsraum, im Operationssaal oder in, ja, ganz wild ist bei mir im Rettungsdienst zum Beispiel. Im Rettungsdienst, wenn du irgendwo hinfährst und Patienten siehst und sieh was, Anweisungen kommen, wo soll ich hingreifen oder was kann man machen oder auf was soll man achten oder so. Also das könnte man alles vorstellen. Ja. Fürs Gaming finde ich die HoloLens nicht so gescheit, also das Virtual Reality eher blöd. Ich mein, für unterwegs, da eine Sightseeing-Sache zum Beispiel, kann es auch ganz cool sein, wenn du eine Stadt machst, eine Stadtführung machst dann alleine mit der Brille und bekommst alles eingeblendet. Das könnte man vorstellen. Ja. Aber diese richtigen Brillen, die geschlossen sind, ich glaube, mir fällt jetzt der Ausdruck ein, das ist echt bescheuert, aber wurscht, ihr wisst, was ich meine, Oculus Rift oder PlayStation VR oder das von HTC, wo du das Handy reinschiebst, was auch immer, das ist eher fürs Gaming, aber ich glaube trotzdem, dass es nur für eine geringe oder für eine, nicht für alle Games, sondern für bestimmte Games interessant wird, ja. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch bescheuert, dass ich da zu Hause ins Wohnzimmer sitze mit einer Brille am Schädel und meine Frau ist vielleicht immer nebenbei und dann sehe ich nicht mal irgendwas. Ja. Also finde ich jetzt eher komisch. Aber gut, vielleicht wenn man allein unterwegs ist und man alleine spielt, kann es eben für Racer und Flugsimulatoren ganz interessant sein. Ja, mal schauen. Aber wie gesagt, von der HoloLens habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Bin gespannt, was da rauskommt. An und für das Konzept habe ich schon sehr cool gefunden und bin gespannt, ob es jetzt doch irgendwo mal dann Anwendung findet. Aber wie gesagt, gehört schon lange nichts mehr. Hype ist vorbei, wie es ausschaut oder so. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr mehr. Wenn ja, dann schreibt es bitte rein. Ja, also das war meine Meinung hier jetzt zur Scorpio. Ich freue mich schon drauf, wenn wir das sicher eine holen und wenn wir dann auch einen 4K-Fernseher zulegen entsprechend. Ein OLED hätte ich gern. Mal schauen. Und ja, und dann mal schauen, was Virtual Reality-mäßig hergeht. Wie gesagt, für Elite Dangerous könnte ich mir schon vorstellen, wäre schon cool.
Aber schauen wir einfach mal, lassen wir es auf uns zukommen. Auf jeden Fall denke ich, wir haben jetzt mit den aktuellen Konsolen schon keinen schlechten Griff gemacht und es wird dann zukünftig sicher nichts schlechter werden, sondern eher noch toller. Bin schon sehr gespannt. Ja, wenn ihr was Fragen, Anregungen habt, rein in die Kommentare damit und falls ihr Idee habt für eine Laberecke, natürlich her damit, würde mich freuen. Somit sage ich mal, ja, danke hier von meiner gemütlichen Couch. Schon das Schaf schläft schon fast. Wir sind dahin, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker und meh, das Schaf. Ciao.